Liebe Schwestern und Brüder, so kurz dieses Wort ist, das uns hier in der Kirche so nahe ist, weil es über unserem Portal geschrieben steht, so kurz dieses Wort ist, das Priestern sehr vertraut sein müsste, weil sie es eigentlich immer beten, wenn sie die Kasel anlegen, o Herr, der du gesprochen hast, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht, so hat es doch dieses Wort auch in sich. Es gibt ja nicht wenige, die fragen, stimmt das denn überhaupt? Ist denn dieses Joch wirklich nicht drückend und die Last so leicht? Ist es nicht vielmehr umgekehrt? Wenn wir dem großen Prediger und Kirchenvater Johannes Chrysostomus diese Frage zur Erörterung vorlegten, das ist immer bei Chrysostomus so, ist er meine Antwort nicht verlegen. Aber es geht nicht darum, schnell eine Antwort zu geben, sondern tief in dieses Wort einzudringen. Er sagt, Christus verbindet immer beides. Es geht nie nur darum, vom Schönen und vom Süßen und vom Ziel zu sprechen, das ganz leicht ist, sondern er ist ehrlich. Er spricht immer auch vom Joch und von der Last. Immer verknüpft er es mit seinem Beispiel. Lernt von mir, sagt Christus. Und natürlich wäre es nicht Chrysostomus, wenn er nicht auch ein bisschen moralisieren würde. Im Blick auf die Leute, die er damals vor sich hat und vielleicht auch im Blick auf uns. Wenn du dich immer noch fürchtest und zitterst vor diesem Wort, so oft du von dem Joch und von der Bürde hörst, so rührt diese Furcht nicht von der Natur der Sache, so Chrysostomus, sondern von deiner eigenen Trägheit her. Es kommt von deiner eigenen Trägheit, denn wenn du kampfbereit wärest oder einen guten Willen hättest, dann würde dir alles leicht und bequem sein. So spricht uns Christus an und macht es uns deutlich. Und er geht noch einen Schritt weiter. Und vielleicht kennen wir aus eigener Erfahrung leidvoll diese Beobachtung. Nichts ermüdet so sehr wie die Sünde. Nichts macht mehr müde, lässt einen auf dem Weg erlahmen, als dieses drückende Gewissen. Als die Sünde überhaupt. Die sozusagen die schlechthinige Bremse auf dem geistlichen Weg für alles. Für alles, was wir unternehmen zu denken, für alles, was wir uns vorgenommen haben, dann geht es wieder nicht. Und dann schleppt man sich zur nächsten Kurve und merkt, es ist trotzdem wieder, ah, es ist ein einziges Gestöhne, wie wir das auch in der Kirche im Moment haben. Ach, alles ist schwierig und alles ist so drückend, alles ist ja so schwierig. Vielleicht hängt es damit zusammen. Christus sagt etwas anderes. Und wir sollten seinem Wort endlich einmal Glauben schenken, indem wir versuchen, seinen Weg zu gehen, uns auf sein Wort wirklich verlassen, die ihr euch plagt. Und wir dürfen ruhig ergänzen, die ihr herumstöhnt über die Zustände in der Kirche oder über euer eigenes Leben, kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.